Habt ihr Bock, ein bisschen Poker zu spielen? Dann habe ich hier genau das Richtige für euch. Bei dem Anblick bekommt doch wirklich jeder Lust, eine richtig gemütliche Runde Poker in der gediegenen Atmosphäre zu spielen. Noch besser ist das Ganze, wenn man den Pokertisch auch noch selber gebaut hat. Wenn es euch da genauso geht wie mir, bleibt am besten direkt dran und lasst uns loslegen. Und beginnen tun wir mal hier direkt bei dem Untergestell von dem Tisch. Das Tischuntergestell besteht eigentlich fast nur aus den Balken, die ihr hier seht, und die habe ich super günstig auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Musste dann aber nochmal mit denen in eine Schreinerei fahren und mir die für auf ein vernünftiges Maß hobeln lassen. Dabei ist natürlich auch dann rausgekommen, dass die Dinger voller Schrauben und Nägel waren. Das war dann auch nochmal lustig, das alles zu entfernen. Um euch den Bau etwas verständlicher erklären zu können, habe ich hier eine schematische Zeichnung von dem Tisch erstellt. Wie ihr sehen könnt, besteht der aus den Balken, die ihr gerade gesehen habt. Zusätzlich findet ihr in der Videobeschreibung auch noch einen Link zu den technischen Zeichnungen, die ihr hier seht, aus denen ihr dann alle grundlegenden Maße für das Untergestell entnehmen könnt. Ja, dann lasst uns mal loslegen. Und beginnen will ich mit den Sockeln, und zwar genau mit den äußeren Teilen hier, mit den Biegungen. Da ich die Krümmung nicht mit der Stichsäge an einem Stück herausarbeiten kann, da das Sägeblatt meiner Stichsäge zu kurz ist, muss ich einen kleinen Umweg gehen. Und zwar muss ich aus den Balken einfach zwei schmalere Stücke machen, die ich dann wiederum mit meiner Stichsäge bearbeiten kann. Und dazu muss ich die Balken, wie man hier sieht, in der Mitte genau der Länge nach auftrennen. Dadurch entstehen zwei schmale Stücke, die ich dann am Ende wieder zusammenleimen werde. Beim Auftrennen der Balken musste ich auch wiederum einen kleinen Umweg gehen, und zwar, da die Tauchtiefe meiner Tauchsäge nicht ausreicht, musste ich den Balken einmal drehen, um ihn komplett in der Mitte aufteilen zu können. Hier kann man jetzt erkennen, dass das einfach mit der Handgrassäge und der Führungsschiene nicht wirklich genau geht. Hier sind an den Schnittflächen, sieht man hier, hier ist so ein kleiner Versatz einfach, weil ich ja das Holz umdrehen muss. Ich werde es einfach abschleifen und es sollte eigentlich dann den Ansprüchen genügen. Die Form für die Biegung habe ich freihand auf ein Stück DIN A4 Papier gezeichnet, das ich dann als Schablone verwendet habe. Allerdings habe ich nur die Hälfte davon gemalt, denn wie ihr hier sehen könnt, spiegel ich das einfach nach oben und dadurch habe ich dann die gesamte Form und eine schöne gleichmäßige Biegung. Beim Leimen von Holz verwende ich immer so eine Plastikunterlage, damit kein Leim auf meine Werkbank tropft und es im Endeffekt verklebt. Beim Verschmieren vom Leim einfach schön darauf achten, dass das alles gleichmäßig ist. Ansonsten haut Klemmzwing drauf, Schraubzwing, alles was ihr da habt. Je mehr, umso besser. Nachdem dann alles getrocknet ist, könnt ihr den überschüssigen Leim einfach mit dem Stechbeitel entfernen und die letzten Unebenheiten noch mit einer Halbrundfeile, in meinem Fall einer Metallfeile, noch ausgleichen. Nun wollen wir den Sockel fertigstellen und die dazugehörigen Füße. Die Füße sind auch aus ganz billigem Material. Das sind Fichten-Bauholzbretter Rauschbund, die man wirklich sehr günstig in jedem Baumarkt bekommen kann. Wenn ihr Fragen habt zum Arbeiten hier, zum Beispiel mit der Werkbank, mit den Vorrichtungen, da habe ich ein eigenes Video in meinem YouTube-Channel, in dem ich meine Werkbank und alle Features vorstelle. Da würde ich euch empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Die Kanten der Bretter, des Sockels und der Füße habe ich dann alle einfach mit einem Phasenfräser bearbeitet. So, alle Teile für die beiden unteren Tischsockel sind fertig und jetzt geht es daran, alle Einzelteile zu verbinden. Das mache ich natürlich mit der Flachbügelfräse und Leim. Damit man nicht den Überblick verliert, sollte man sich alle Teile genau markieren. Das mache ich immer unten an den Stirnseiten, damit ich keine störenden Bleistiftmarkierungen auf der Oberfläche habe.
Mit der Flachdübelfräse setze ich zwei Reihen Flachdübel, da ich genug Material zur Verfügung habe und dadurch die ganze Konstruktion natürlich stabiler wird. Ich setze den Block in zwei Teilen zusammen, erst die inneren Balken und dann die äußeren mit den Krümmungen, damit es alles nicht so arg verrutschen kann. Und damit die Aussparung in der Mitte, wo dann der untere Querbalken im Endeffekt drin liegt, auch genau die richtige Größe hat, passe ich das nochmal mit einem entsprechenden Block an. Mit dem Holzblock, der genau das gleiche Maß hat wie der spätere Querbalken, kontrolliere ich immer wieder die Aussparung in der Mitte. Nachdem der Leim der mittleren Teile getrocknet ist, wiederhole ich das Ganze einfach nochmal mit den äußeren Teilen. Bei der Montage der Füße richte ich die Teile erst einmal mittig aus und fixiere sie dann mit einer Schraubzwinge, bohre alle Löcher vor, senke sie an und verwende dann 4x60er Schrauben. Die Sockel hätten wir soweit geschafft. Kommen wir nun zu den drei Querbalken, einmal der untere und die beiden oberen. Als erstes säge ich mir die Holzbalken auf die richtige Länge zu und danach markiere ich mir die Bereiche, an denen ich bei den oberen Balken den Falz heraussägen werde. Die genauen Maße dafür könnt ihr aus der technischen Zeichnung entnehmen und ganz wichtig, hier markiere ich auch nochmal genau den Bereich, der am Ende weggeworfen wird. Zwischen den beiden Schraubzwingen hier vorne im Bild habe ich mir zwei kleine Brettchen eingespannt, die mir als Führungshilfe für das Sägeblatt der Säge dienen, damit der Schnitt auch wirklich gerade wird. Und zusätzlich fixiere ich noch den Holzbalken mit zwei weiteren Zwingen auf dem Werktisch. Wie schon bei den Sockeln fase ich nun auch alle Kanten bei den Querbalken nochmal mit einem Phasenfräser ab. Wie man hier gut erkennen kann, habe ich das mittlere Stück nicht bis ganz zum Ende gefasst, sondern genau bis hierhin, genauso wie hier unten, natürlich auf allen Seiten, da das ja der Teil ist, der in den Sockel gesteckt wird. Da dieser Querbalken auf beiden Seiten ein Stückchen aus dem Sockel herausschaut, bearbeite ich die Kanten, die man dann nachher sieht, auch nochmal mit dem Phasenfräser. Das sieht einfach schöner aus. Soweit wären wir dann fertig mit dem Tischuntergestell. Nun muss ich mir Gedanken machen, wie ich die Tischplatte später mit dem Tischuntergestell verbinden kann. Um die Tischplatte nachher mit dem Untergestell zu verbinden, fertige ich mir jetzt noch ein paar kleine Winkel hier aus Holz an, aus den Reststücken, die ich jetzt hier noch so rumliegen habe. So, die Winkel sind fertig. Jetzt muss ich noch die Löcher vorbohren und die müssen hier unten schräg rauskommen, beziehungsweise ich muss die hier in diese Schräge reinbohren. Das ist ein bisschen schwierig, weil dann knickt eigentlich immer so dieser Bohrer hier ab. Das heißt, ich muss das also von der anderen Seite bohren. Dann hätte ich aber hier das Problem, dass es so ein bisschen rumwackelt. Dann nehme ich mir einfach ein paar Reststücke noch, die kann ich dann unterlegen und dann hält es. Damit man nachher die Schrauben nicht sehen kann, bohre ich eine Versenkung mit einem 10 mm Bohrer. Ich habe mir noch ein paar weitere Winkel angefertigt, deren Verwendung ihr gleich herausfinden werdet. So, nun ist das Untergestell wirklich fertiggestellt, von den Sockeln über die Füße bis hin zu den Querbalken und der Winkel.
Bevor es nun an die Montage geht, kommen wir zur Oberflächenbehandlung. Und da bin ich auf eine ganz coole Technik gestoßen, die ich vorher noch nie ausprobiert hatte und die hat mir im Endeffekt wirklich echt gut gefallen. Die Rede ist von der sogenannten Abflammtechnik. Bei dieser Technik wird mit einer Flamme die Oberfläche des Holzes einfach etwas angebrannt, wodurch dann die Holzstruktur richtig schön zur Geltung kommt. Diese Technik ist total einfach und ich habe dazu ein eigenes Video in meinem YouTube-Channel. Schaut da auf jeden Fall rein, wenn ihr genauer wissen wollt, wie das funktioniert. Ist wirklich überhaupt nicht schwer. Nach dem Abflammen habe ich dann einfach die gesamte Oberfläche noch mit Holzöl behandelt und das war's dann eigentlich schon. Nun kann es endlich an die Montage gehen, aber vorher muss noch der alte Schrotttisch beiseite geschafft werden. Mit einem Zimmermannswinkel und der diagonalen Vermesstechnik kontrolliere ich immer wieder den rechten Winkel. Nun kommen auch die Winkel zum Einsatz, die ihr vorhin gesehen habt. Diese hier dient der Fixierung des unteren Querbalkens. Die gesamte Konstruktion wird nur durch 6x70er Schrauben zusammengehalten, ohne Leim, damit man, falls nötig ist, wieder abbauen kann. Vorne als Abdeckplatte habe ich dann noch so eine gusseiserne Platte montiert, die ich mal irgendwann günstig auf dem Flohmarkt gefunden habe. Die Winkel zur Befestigung der Tischplatte mit dem Untergestell habe ich dann noch in regelmäßigen Abständen um den Tisch herum verteilt. Und an den Stirnseiten, an denen der Überstand der Tischplatte größer ist als an den Seiten, habe ich nochmal zusätzlich längere Winkel angebracht, die, wie ihr sehen könnt, nochmal durch Metallwinkel verstärkt wurden. Die Spielplatte von meinem Pokertisch bietet 8 Leuten Platz. Hier habe ich das Rad nicht neu erfunden, da es im Internet genug Baupläne mit entsprechenden Maßangaben zu solchen Spielplatten gibt. Fündig wurde ich auf www.bernhard-schlegel.de. Er hat ein wirklich sehr gutes Tutorial hochgeladen von dem Bau seines eigenen Pokertisches und dort findet man dann auch die technische Zeichnung mit den Maßangaben. An der Stelle nochmal vielen Dank. Den Link zu seiner Homepage und der technischen Zeichnung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Spielplatte besteht aus 2 Teilen, einmal der dickeren Grundplatte, die besteht aus einer 22mm MDF und der Armauflage, die bestehen aus 10mm MDF-Platten. Um die beiden Radien an den Enden auszusägen, markiere ich mir erst einmal den Mittelpunkt, von dem aus ich dann mit meinem selbstgebauten Zirkel den Radius erstmal aufzeichne. Der Zirkel besteht einfach nur aus einem Stück Holz, das an dem einen Ende mit einer Schraube am Mittelpunkt befestigt wird und am anderen Ende befindet sich ein Loch, durch das ich einfach den Bleistift stecken kann. Mit ein wenig Übung im Umgang mit der Stichsäge kann man nun die Biegung auch freihand einfach aussägen. Man kann natürlich jetzt auch noch einen Stichsägenzirkel oder sogar das mit der Oberfräse und einem Zirkel machen, aber das ist alles viel zu umständlich, die Kanten sieht man am Ende eh nicht. Beim Zusägen der Teile für die Armauflage auf der 10mm MDF-Platte gehe ich eigentlich genauso vor wie bei der dicken Grundplatte, nur dass ich hier 2 Radien benötige. Dazu habe ich mir einfach noch ein zusätzliches Loch in die Holzleiste gebohrt. Für das Aussägen der Löcher der Cupholder habe ich eine 80mm Lochsäge verwendet. Beim Arbeiten mit Lochsägen achte ich immer darauf, dass ich erst einen Teil von der einen Seite anbohre, dann die ganze Platte umdrehe und den Rest dann von der anderen. Das hat den Vorteil, dass das Reststück nicht noch im Bohrer drinsteckt und man es dann irgendwie nicht mehr rausbekommt, sondern geht dann ganz einfach. Für die letzten und meiner Meinung nach auch zugleich einer der schwierigsten Arbeitsschritte, das Beziehen von den ganzen Teilen hier mit dem Spieltuch und mit dem Leder und mit dem Polster, da werde ich mir wirklich einen Profi mal ranholen, und zwar einer meiner besten Freunde, der Andi, der wird mir dabei helfen. Der kommt aber erst in ein paar Tagen vorbei, von daher werde ich mich da jetzt bis dahin Geduld üben. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht. Wie man auf dem Bild erkennen kann, besteht der Grundrahmen für die Armpolsterung aus 4 Einzelteilen, die ich zunächst mit Flachverbindern zusammenschraube. Die Polsterung für die Armauflage besteht aus 25mm starkem Schaumstoff, der in entsprechende Teile zugeschnitten wird. Dann wird Sprühkleber einmal auf der Holz- und einmal auf der Schaumstoffseite aufgetragen, kurz einwirken lassen und dann festgedrückt.
Schaumstoffstreifen sind 10 cm breiter als der Holzrahmen, da der Schaumstoff noch um die äußere Tischkante herumgezogen wird. Ich habe mir ein 1,40 x 1,50 m großes Kunstlederstück bestellt, das hier in 25 cm breite Streifen unterteilt wird. Insgesamt besteht der Lederbezug des Rahmens aus 6 einzelnen Teilen, die alle trapezförmig zugeschnitten sind, um sie so in den Kurven besser verlegen zu können. Die einzelnen Lederstücke wurden dann einfach zusammengenäht per Überlappung und an den Nahtstellen, wie man hier sehen kann, wird dann eine sogenannte Falte gelegt, das heißt die Naht wird nach innen geklappt und dadurch bekommt man eine schöne Optik. Zunächst wird das Leder nur an wenigen Punkten grob fixiert, diese Klammern werden dann später wieder gelöst. Zunächst wird das Leder nur an der Innenseite der Armauflage befestigt, dazu werden hier Einschnitte vorgenommen, damit man das Leder faltenfrei verlegen kann. Nun kann man das Leder endgültig festschießen, allerdings nur die inneren Fixierungsklammern lösen, die äußeren bleiben noch. Hallo Johann! Die Treppen runtergelaufen. Papa. Als Unterlage für das Spieltuch habe ich 5 mm Schaumstoff verwendet, der hier wieder mit Sprühkleber befestigt wird. Bevor das Spieltuch aufgezogen wird, wird es noch einmal glatt gebügelt. Und dann wieder mit Sprühkleber befestigt. Nun darf das Tuch wieder mit genug Klammern festgeschossen werden. Am Ende dann noch die letzten Fixierungsklammern von den Außenseiten lösen. Nun wird die Armauflage mit der Spielplatte verschraubt. Und dann wird das Leder sehr sorgfältig und vorsichtig über die Tischkante hinübergezogen. Hier sollte man wirklich sorgfältig arbeiten und mit dem Drucklufttacker werden wieder einige Klammern zur Fixierung angebracht. Danach drehen wir die Platte und können das Leder nun mit mehreren Klammern festschießen. Hierbei werden immer wieder die Klammern, die zuvor als Fixierung gedient haben, gelöst. Wie ihr merkt, ist das Ganze ganz schön tricky und erfordert einiges an Übung. Deswegen war ich auch wirklich froh, jemanden da zu haben, der das beruflich macht. Am Ende wurde dann einfach noch das überschüssige Leder mit einem Teppichmesser abgetrennt und die Aussparungen für die Cupholder eingeschnitten. Danach musste man nur noch die Tischplatte mit dem Untergestell verbinden und hey, fertig waren wir eigentlich schon. Die Cupholder bestehen aus einer 80 mm dicken Regenrinne, die ich hier gerade in 10 cm lange Stücke unterteile. Da ich die Regenrinne nicht in den Schraubstock spannen kann, weil sie sich sonst verbiegt, habe ich sie einfach zwischen zwei Holzblöcke geklemmt. Mit einem Seitenschneider schneide ich 2 cm lange Laschen, die ich dann mit einer Kombizange umbiege. Damit die Cupholder nach unten hin geschlossen sind, schneide ich trapezförmige Laschen ein, die nach innen gebogen werden. Als Einlegeboden für die Cupholder verwende ich einfach die Stücke, die übrig geblieben sind von den Bohrungen. Am Ende habe ich dann alles mit schwarzem Lack noch angesprüht. Montieren und fertig. Am Ende habe ich dann noch eine LED-Leiste von unten angebracht und für einen schönen Abschluss der Cupholder-Löcher habe ich einfach Kabeldurchführungen aus Kunststoff, die man im Baumarkt ganz günstig kaufen kann, von oben drauf gesteckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war dem einen oder anderen als Anleitung sogar eine Hilfe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Lob oder Kritik, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten bleibt uns jetzt nichts mehr anderes zu tun, außer Poker spielen.